So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ich wurde von einem Entwickler angeschrieben, jetzt muss ich tatsächlich ablesen, wie sie heißen. Das Spiel heißt Cloyne Time, Lost in Time. Also, das wird ein Text-Horror, steht auf jeden Fall bei Google Play drin. Die haben mich doch gefragt, hey, Tomsi, kannst du das Spiel mal vorstellen auf deinem Kanal? Ich sag, ja, klar, mache ich. So, die Entwickler heißen ManCloud Projects und scheinen deutsche Indie-Entwickler zu sein. Das wird wahrscheinlich, glaube ich, ihr einziges Projekt sein. Und einziges, erstes Projekt sein. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung über die bringen können. Oder auch neu. Ich weiß es nicht. Ich kenne das noch gar nicht. Wir probieren das Spiel einfach mal aus und sind ganz gespannt, wie das wohl abgehen wird. Ich stelle mir vor, wenn das so wie 7 wird, wäre es ziemlich cool, oder? Ja. Oder wie das gut. Aber auf jeden Fall ist es ein Text-Horror. Text-Horror soll es sein. Na, wollen wir mal gucken. So, also, hier, Play-Button. Cloyne Time. Wahrscheinlich Cloyne und dann in Time. Lost in Time. Okay, los geht's. Play. Select your Sprache. Deutsch. Die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsame das Unbekannte und für die Mutigen die Chance. Victor Hugo. Mutigen allein schon, das fängt schon echt gut an. Nicht Mutigen, Mutigen. Okay, New, hau raus. Cloyne Time, Lost in Time. Select your Sprache, Deutsch. Die Zukunft. Hä? Okay, und ja, finde ich gut. Die Benachrichtigungs. Erreichen den Monitor je nach Länge der Sätze und Dauer der Verbindungen. Das Spiel kann jederzeit, um andere Entscheidungen zu treffen, zurückgespult werden. Hierfür oben rechts auf das Radsymbol und anschließend auf die beiden Symbole klicken. Viel Erfolg. Bitte berühren. Dann los, berühren wir es. Ist die Musik nicht ein bisschen zu laut? Können wir die ein bisschen leiser stellen? Nee, wahrscheinlich nicht. So, Haftungsausschluss, bla bla, das typische, ne? Komm. Ich akzeptiere den Haftausschluss. Immer. So. Zentrale. Folgen Sie Ihrer Mission. Warte mal. Nee, das ist auch doof. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es scheint in Alt zu spielen. Also, Zentrale. Folgen Sie Ihrer Missionsbahn bis 130, 241. Sie werden von Nebulus abgelöst. Over. Bitte berühren. Das bitte berühren muss ich, glaube ich, gar nicht vorlesen. In Ordnung. Geben Sie bitte die Daten durch. Bitte berühren. Sag ich schon wieder. Daten werden empfangen. Hören Sie, seit gestern scheinen irgendwelche Lichtquellen aus Pictoris bei mir anzukommen. Konnte zwar wenig erkennen, aber die Sensoren hatten gestern und auch heute abweichende Helligkeit aus Pictoris gemeldet. Hier kam nichts an. Sind Sie sich sicher? So, die gestrigen Aufnahmen der Sensoren werden kontrolliert. Absolut Zentrale. Das Licht von Pictoris scheint wieder zu leuchten. Wir konnten nichts Ähnliches feststellen, Azura. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben weitere Schiffe, die in der Nähe den Stern sind und uns mehr berichten werden. Befolgen Sie den Ihnen teilen Anweisungen. Over and aus. Warum konnten die es denn nicht empfangen? Schließlich war der Stern seit Jahren erloschen. Erst recht müssen Sie es sehen können. Naja, ich habe es ja gemeldet. Das war's. Wo habe ich nur meine Festplatte hingelegt? Mensch. Ah, da ist sie ja. Unbekannte Koordinaten werden empfangen. Oh, was ist das denn? Koordinaten werden analysiert. Was für Koordinaten? Woher kommen diese Daten her? Pictoris scheint jetzt noch unheimlicher zu blinken. Unbekannte Verbindung wird aufgebaut. Diese Expedition. Was zum Teufel, wer ist das? Centura ist explodiert. Bitte komm. Verbindung ist instabil. Ich stürze ab. Hört mich jemand? Ist ein riesiger Kometensturm hinter mir entstanden. Der Stern Pictoris verliert seine Helligkeit. Bitte komm. Verbindung instabil. Zentrale, erbitte um Status, over.
Centura, was ist denn hier los, verdammt? Woher stammen all diese Signale? So, wo waren wir stehen geblieben? Centura, was ist denn hier los, verdammt? Woher stammen all diese Signale? Centura konnte die Dimension nicht passieren. Es ist explodiert. Zugleich ist der Stern Pictoras fast erloschen. Schicken Sie bitte sofort ein Rettungsteam aus. Erloschen? Ja, seit Jahren, aber heute sind doch nur noch Invoice-Rufe gestattet. Was machen die denn da? Er bitte um persönliche Identifikation, over. Ich heiße Chloe Azura. Ich war seit 3 Monaten mit meiner Crew auf der Expedition auf dem Raumschiff Centura. Daher der Name Chloe. Au, es ergibt alles einen Sinn. Okay, das könnte super interessant werden. Der Grund ihrer Expedition, Azura? Die Beobachtung der interplanetarischen Anomalien auf dem Stern Pictoris. Anschließend war ein erstmaliger Dimensionswechsel geplant. Wie bitte, Chloe? Azura? Verstanden. Wo befinden Sie sich gerade, Azura? Wo sind die anderen Mitglieder Ihrer Crew? Verbindung instabil. Ich konnte mich mit Helene Sanders in einer Kapsel retten. Sie ist bewusstlos. Kein Kontakt zu anderen Crewmitgliedern. Es scheint jedoch, als ob noch eine andere Rettungskapsel von Centura abgekoppelt worden ist. Ich habe aber keinen Funkkontakt zu denen. Brauche sofort Hilfe. Chloe, wie kann das denn sein? Chloe, Azura? Er müsste doch vor 4 Jahrzehnten gestorben sein. Das ist doch nicht wahr. Beruhigen Sie sich, Azura. Wissen Sie noch etwas über die Explosion oder was davor passierte? Over. Das war damals eine Explosion? Während der Dimensionskrümmung? Heutzutage lässt sich kein Schiff mehr auf dieses Risiko ein. Hören Sie, ich habe keine Zeit für all diese Geschichten. Bitte um Hilfe. Azura, wir können Ihnen dann Hilfe leisten, sobald wir weitere Informationen und Daten über das Geschehen erhalten haben. Over. Gestern gab es eine starke Auseinandersetzung in unserer Crew. Sprechen Sie weiter, Azura. Over. Zwischen unseren Astrophysiker Gaps und Mathematiker Lincoln, dann folgte sogar ein Streit vor dem Captain. Worüber haben Sie sich denn gestritten, Azura? Over. Lincoln war der Ansicht, dass der Stern Pictoris eine erhöhte Helligkeit aufwies, als üblich war. Er meinte, die Dimension hätte sich zu klein gekrümmt, um diese zu verlassen. Richtig, gestern konnte ich noch das Licht von Pictoris in der 4. Dimension erkennen. Heute ist fast nichts mehr. Gaps meinte jedoch, dass wir dadurch den besten Zeitpunkt hätten, um an neuen wissenschaftliche Erkenntnisse zu gelangen und auf die seit Jahrzehnten warten würden. Durch diese Krümmung kam unsere Dimension angeblich näher zu der Nächstoberen. So, dann haben wir das jetzt auch. Bitte, wir brauchen sofort Hilfe. Wir verzeichnen vor einigen Minuten vollständigen Systemausfall. Jegliche Kommunikation zu anderen Schiffen und zu Mutter Erde ist gebrochen. Was geht hier ab? Was meinen Sie damit? Die Explosion während eines Dimensionswechsels kannten wir bis heute nur von Theorien. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Explosion Pictoris aus der Bahn geworfen hat. Dadurch sind alle Signale in diesem Sternsystem gestört. Alle Schiffe, die wir außerhalb dieses Sternsystems haben, leiden auch unter diesem Systemausfall. Es tut uns leid. Sie haben nur eine Möglichkeit, um außerhalb des Sternsystems Hilfe zu holen. Over. Wie? Aus dieser verdammten Kapsel? Das ist unmöglich. Chloe ist vor 40 Jahren noch vor meiner Geburt gestorben. Das ist Wahnsinn. Wo sind die Rettungsschiffe, die Pictoris in jeder Dimension aufgestellt worden waren? Signale zu allen anderen Schiffen sind gebrochen. Wir arbeiten dran. Sie müssen auf dem Planet Z1 landen. Over. Sie machen Scherze, oder? Dort müsste noch ein alter Generator vorhanden sein. Die Signale, die Sie mit diesem Generator senden, können jede Ecke unserer Galaxie erreichen. Fuzzi-Generatoren? Das muss doch ein Scherz sein. Generatoren? Auf dem Planet Z1? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nicht einmal der Zweck unserer Expedition bestand daraus, diesen Planeten zu erforschen. Und Sie erzählen mir von einem bereits aufgestellten Generator dort? Es ist nicht so, wie Sie das heute kannten und kennen, Azura. Jeder Fortschritt braucht Geheimnisse und Opfer in diesem Leben. Oh, geil, wir sind also das Opfer, beziehungsweise Chloe, Azura... Expedition ist das Opfer in diesem Fall. Und darauf dürfen wir alle gemeinsam vielerlei Hinsichten stolz sein. Ja, geil.
Sie sind auf sich allein gestellt. Ihre Kapsel fällt in Richtung Z1. Falls Sie es schaffen sollten, auf dem Planet zu landen, müssen Sie den Generator finden. Achten Sie auf jegliche Auffälligkeiten. Vergessen Sie jedoch nicht. Verbindung instabil. Was? Was soll ich nicht vergessen? Vergessen Sie nicht, warum dieser Planet seinen Namen gegeben haben. Over. Wovon reden Sie? Mensch, was für ein Name? Z1? Z stand noch aus den Büchern für den Begriff Zivilisation. Der Eintritt in diese Dimension ist bis heute immer noch verboten. Heute heißt der Planet Karbagus. Oh Gott, was ist nur hier los? Unbekannte Verbindung. Verbindung zur zweiten Kapsel. Verbindung mit der zweiten Kapsel aufgebaut. Rettungskapsel 2, bitte kommen, over. Verbindung mit der Kapsel stabil. Rettungskapsel 2. Rettungskapsel 2, bitte antworten Sie, over. Autonachrichten, Audio-Nachrichten wird empfangen. What? Stars. Was zum Teufel? Es gab eine Explosion in Ihrem Raumschiff. Sie befinden sich gerade in einer Rettungskapsel. Bitte bestätigen Sie es, over. Hat er das etwa nicht gehört? Verbindung abgebrochen. Zentrale an Rettungskapsel 2. Hallo, hören Sie mich, over. Keine Verbindung. An Rettungskapsel 1, Azura, hören Sie mich, over. Ja? Die zweite Kapsel scheint besetzt zu sein. Wir schließen schwere Verletzungen nicht aus. Es ertönte lediglich ein komisches Geräusch. Dann ist der Kontakt abgebrochen. Wir werden versuchen, mit der zweiten Kapsel den Kontakt wieder aufzunehmen. Over. Komisches Geräusch? Ich schwebe hier zwischen Leben und Tod und Sie erzählen mir etwas von komischen Geräuschen? Alles, was Sie in dieser Dimension erleben und sehen können, kann Sie überraschen. Dort herrschen unbekannte physikalische und psychische Kräfte. Wir verfügen nicht die Sinne, um die dort herrschenden Bedingungen vollumfänglich wahrzunehmen. Schaffen Sie es dort zu überleben, werden Sie mit Ihrer Vernunft kämpfen müssen. Gott möge Ihnen beistehen, falls Sie danach noch an einen glauben sollten. Oh, wie aufbauend! Finden Sie den Generator. Sie sind unser neues Auge in der neuen Welt. Over. Verbindung instabil. Ich bin mal gespannt, wie funktioniert das Speichersystem eigentlich, ne? Wenn ich jetzt hier ausmachen würde, wird er dann genau da wieder anfangen? Das würde mich mal interessieren. Ich finde das mit Audiodaten schon ziemlich cool. Ich hätte gerne persönlich Bilder. Eventuell, weiß ich ja nicht, vielleicht passiert das noch. Was für ein Auge? Hallo? Hallo? Welches neues Auge? Was für eine Bedingung? Welche Kräfte? Was ist hier los, verdammt? Ich werde hier nicht sterben. Ich darf hier nicht sterben. Wie kann das alles sein? Sein Name, das Geschehen mit dem Raumschiff, alles stimmt mit ihm überein. Er ist doch vor 40 Jahren, noch vor meiner Geburt, eben exakt währenddessen WAO-Expedition gestorben. WAO-Expedition. Ich werde wahnsinnig. Achtung, Sie verlassen die Ihnen zugeteilte Dimension. Die Missionbahn wird entwichen. Bitte kehren Sie sofort zurück. Ich bin ein Roboter, der Sie auch mal verlesen kann. Achtung, Achtung, Sie verlassen die vierte Dimension. Der Missionbahn wird entwichen. Steht da ernsthaft? Der Missionbahn wird entwichen. Bitte kehren Sie sofort um. Ich muss jede Wahrvorstellung und jede Gefahr nun in Kauf nehmen und mit ihm sofort den Kontakt aufnehmen. Oh, jetzt geht's los. Cool. Hallo? Verbindung wird aufgebaut. Verbindung stabil. Hallo, Zentrale, hören Sie mich wieder? Auf die Schulter klopfen und leb wohl sagen, kann ja jeder. Zum Teufel mit euch. Ich bin nicht direkt von der Zentrale, habe aber alles mitgehört und möchte dir helfen. Wer zum Teufel bist du dann? Wie gelangst du überhaupt in meine Signalwelle? Wer ich bin, spielt momentan keine Rolle. Du musst versuchen, die Kapsel zu steuern. Ich empfange die Nachrichten aus dem Play Store. Es ist eine komische App. Cool. Nein, machen wir nicht. Komm. Wie soll ich denn diese verfluchte Kapsel steuern, du Genie? Es gibt zwei große Antriebsturbinen.
Und beide sind aufgrund der falschen Abkopplung ausgefallen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Einzige, was mir einfällt, ist die Möglichkeit, die Kapsel durch ihren flugtauglichen Form auch ohne Antrieb zu lenken. Dafür muss diese jedoch in der stabile Lage gebracht werden, sodass sie nicht, dass sie sich nicht dreht. Sie dreht sich zu schnell. Ich brauche jemand zur Hilfe. Versuch dich ein wenig zu bewegen, damit sie möglichst die Drehung verlangsamt. Versuch nochmal mit der Zentrale den Kontakt aufzunehmen, damit sie weiterhelfen können. Die helfen dir sowieso nicht weiter. Nichts zu bewegen? Denkst du, ich laufe hier Marathon? Ich versuche vielleicht hingegen der Drehrichtung mich zu bewegen. Beschäftigt. Das scheint wohl zu funktionieren, aber ohne große Effektivität. Ich dringe schon gleich in die Atmosphäre des Planeten Z1 ein. Bald zerschellt samt Kapsel auf dem Boden. Ich muss dringend etwas einfallen lassen. Es verzweifelt. Falls ich gleich sterben sollte und die Dunkelheit mich aufschlingt, musst du wissen, dass kein anderes Team der Vasa so nah an der Realität war wie dieser von Captain Grail. Realität? Reiß dich zusammen und aktiviere die Notlandung, sobald du die Atmosphäre des Planeten erreichst. Das muss ich Ihnen alles erzählen. Hey, und der ist das hier Astronaut-Mensch hier und so, ne? Ja. Notlandung aktiv? Was nun? Aber denkst du, ich überlebe diesen Sturz? Wir werden langsamer. Die Kapsel dreht sich nicht mehr. Schon ein gutes Zeichen dafür, dass wir nicht lebendig hier drinnen verbrannt werden. Moment. Die Steuerung scheint plötzlich doch teilweise zu funktionieren. Ich kann die linke Turbine steuern. So schaffe ich es vielleicht wenigstens, einen Gegenschub zu erzeugen, damit der Aufprall weniger Schaden verursacht. Hört sich besser an. Chloe steuert die Kapsel. 13.500 Fuß bis zur Landung. Geschwindigkeit stabil, aber bin für die Landung immer noch zu schnell. Die Kapsel wackelt gewaltig. Hier auf dem Planeten scheint wohl alles weiß wie Schnee zu sein. Stille. Eine Landung ist ungewisse. Na toll. Hörst du? Helene kommt langsam zu sich. Wenigstens lande ich mit einem anderen menschlichen Wesen ins Ungewisse. Landephase. Es sieht nach einem sehr hügeligen Gelände aus. Noch ca. 8000 Fuß. Landephase. Cool. Kurz vor dem Aufprall. Das Radargerät spielt verrückt. Ich kann die Konturen einer runden Flächenform von hier oben erkennen. Die Sicht ist sehr trüb. Keine Ahnung, was das sein kann. Aber die haben einen Generator da aufgebaut. Also Landephase. 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 Verbindung instabil. Verbindung instabil. Landephase. Verbindung nicht möglich. Verbindung wird wieder aufgebaut. Verbindung instabil. Kontakt. Ich bin gerade noch gelandet. Gott sei Dank fehlt mir nichts. Im Jahre 2040, unzählige Meilen von Mutter Erde entfernt, auf einen gottlosen, düsternen Planet. Apropos, ich heiße Chloe. Ich bin Soldat und zugleich Astronaut der Vasa. Eine Mischung, die man nicht öfters findet. Okay. Also, Hollywood. Zufällig ein Soldat, der Astronaut ist, landet auf einem unbekannten Planet, der wahrscheinlich voller mutierten Wesen, Aliens oder sonstigen Kram ist. Und er hat natürlich das perfekte Know-how, hat er ja offensichtlich nicht. Er kann nicht mal eine Raumkapsel steuern. Mal gucken. Jahr 2040? Was sagt er da? Wir haben 2088. Muss schnellstens zusehen, dass ich einen Überblick über meine Lage verschaffe. Ich darf nichts anmerken lassen. Kümmere dich zunächst um Helene. Ich heiße Threads. Threads heiße ich. Bleib für einige Minuten in der Kapsel und beobachte die Umgebung. Hi Threads, die Umgebung ist dunkel und neblig. Trotzdem scheint der Nebel hell zu wirken, da ich das Gestein auf der Oberfläche erkennen kann. Wäre scheinbar hilfreich, wenn er sich wegzieht. Fehlt dir was? Nein, zum Glück nichts. Aber Helene scheint noch bewusstlos zu sein. Kümmere dich um Helene. Jede Minute ist kostbar für euer Leben. Versorge sie medizinisch. Helene wird medizinisch versorgt. Sie kommt zu sich. Mein Kopf. Helene, bist du wach? Endlich, Gott sei Dank. Chloe, was ist passiert? Wo sind wir? Zerturas explodiert. Wir sind auf den Planeten Z1 abgestürzt. Uns fehlt zum Glück nichts. Oh Gott, hast du die Zentrale benachrichtigt? Wo sind die anderen Crewmitglieder? Ja, die Zentrale. Stille. Sie schickt ein Rettungsteam raus, keine Sorge.
Lüge. Von den anderen Crewmitgliedern leider bis jetzt keine Spur. Nachdem das Schiff explodiert ist, stürzen wir ununterbrochen ab. Ich habe leider keine Ahnung, wer mich in diese Kapsel geworfen hat. Es ging alles zu schnell. Merkwürdig. Ich weiß nur, dass Centauro kurz vor der Explosion mit etwas kollidiert ist. Nach dem Schreien Captains müsste es etwas Gewaltiges gewesen sein. Oh, meine Maus ist nicht tot, okay. Mhm. Kollidiert, bist du dir sicher? Keine Explosion im Inneren? Soweit ich es noch weiß, nein, Chloe. Stille. Das war eine Explosion, deren Ursache definitiv nicht im Schiff war. Und alle Crewmitglieder müssten gestorben sein. Auch er und Helene. Ich kann mir das alles nicht erklären. So, meine Kinderchen, wie das wohl weitergehen mag, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge rausfinden. Ich find's nicht schlecht, spannend. Ich habe das bis jetzt sowas noch nicht gespielt, so ein außerirdischen Weltraum-Abenteuerspiel. Und es ist mal was anderes. Ich wünschte mir einfach bloß, es wäre hier ein bisschen bunter. Es ist ja alles nur finster. Aber mal gucken, vielleicht ändert sich das doch. Ich finde diese Zwischeneffekte von diese Signale von der Raumkapsel, von Raumschiffen geil. Ich fand, dass man Audioaufnahmen hören konnte, das finde ich auch geil. Das rettet schon, oder das rettet nicht. Das macht ein Spiel auf jeden Fall sehr viel spannender. So, auf jeden Fall, schaltet bei der nächsten Folge rein. Ja, bis dahin. Ciao, Kinderchen.